Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute kann ich euch endlich mal die Gatling-Knarre vorstellen, die mit den Wasserkügelchen schießt. Ja, dann wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit dem Video und jetzt zeige ich euch erstmal, wo ihr die überhaupt kaufen könnt. Ja, die elektrische Minigun, die Hydrogelkugeln verschießt, könnt ihr auf Amazon bestellen. Die kostet 39,90 Euro plus 4,90 Euro Versandkosten. Wer nach dem Video Interesse hat, der Link dazu dann im Textfeld unter dem Video einfach mal draufklicken. Ich hatte ja bereits schon mal ein Video über einen Reichweitenvergleich mit der Gatling und der Nerf Rapid Strike CS18 gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die Bezeichnung seht ihr ja hier im Video. Von Razer gibt es auch zwei Waffen, die mit diesen Kügelchen schießen. Über die habe ich auch schon ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Und so schaut die Verpackung aus. Ihr habt hier so das Hauptmotiv von der Gatling. Die gibt es sogar in grün. Dann, dass er mit diesen Wasserkügelchen schießt. Hier ist der Hersteller. Wird elektrisch betrieben. Highspeed. Und hier nochmal eine Reichweite 15 Meter. Die schafft aber locker 25 und weiter. Ja, und hier gibt es die Rückseite. Da gibt es auch wieder ein paar Bildchen. Hier gibt es noch eine andere Version. Halt ohne den langen Lauf. Gucken wir mal, ob mein Verkäufer da noch rankommt. Die sieht auch ziemlich cool aus. Das sind die Sniper-Versionen. Hier kriegt man noch erklärt, wie man das Dreibein dran macht. Und weitere Bildchen. Einfüllen der Munition. Tragegurt. Batterie. An Ausschalter, dass man Softdart reintun kann. Und hier unten dann halt noch alles das, was in der Verpackung ist. Zeige ich gleich nochmal. Und wie man die Wasserkügelchen herstellt. Ja, und das war jetzt in der Verpackung gewesen. Einmal die Gatling, das Dreibein. Hier hätten wir die Munition, das sind ja die kleinen Kügelchen, die ins Wasser dann kommen und dann aufquillen. Eine Schutzbrille, so einen kleinen Trageriemen. Ein Ladegerät, das ist jetzt noch die, ich sag mal, US-Version. Nachher ist aber eine EU-Version wohl mit dabei. Ja, dann haben wir hier so ein paar Softdarts und dann haben wir hier noch den Akku. Der hat jetzt 700 mA. Den hatte ich dann mal mit so einem Ladegerät von dem ferngesteuerten Auto aufgeladen gehabt. Und so schaut die Gatling aus. Die besteht komplett aus Plastik. Ist recht gut verarbeitet, sind keine scharfen Kanten oder Plastiknasen. Natürlich nicht vergleichbar mit einer Nerf. Hier unten haben wir den Griff. Der lässt sich gut greifen. Dann haben wir hier den Trigger, den Abzug. Hier sitzt das Batteriefach. Müsst ihr eine Schraube lösen, dann könnt ihr das hier so aufmachen. Und darin sitzt der Akku. Der ist einfach mit dem Kabel hier verbunden. Dann haben wir hier so eine Art Zielfernrohr, sag ich mal. Ihr könnt aber nicht durchzielen, weil hier eine Batterie sitzt. Denn ihr habt so ein Disco-Zielfernrohr. Das könnt ihr jetzt anmachen. Und habt da ein bisschen hier Disco. Ich glaube, die Chinesen finden das ganz toll. Hier kommen näher die Kügelchen rein. Die werden hier reingefüllt. Die kullern dann nach hier vorne in den Lauf, sage ich mal. Deswegen muss man auch öfter mal so nach vorne schütteln, wenn man leer geschossen hat, damit die wieder nachrücken. Ich zeige sie mal hier. Seht ihr ja, alles so schwarz-silber gehalten. Ja, sieht schon recht cool aus. Nur leider dreht sich das nicht. Und es gibt auch nur hier einen Lauf, wo die Kugeln nachher rauskommen. Den Trageriemen könnt ihr einmal hier befestigen. Und dann hier unten. Dann hängt er hier so runter. Auf der anderen Seite schaut die Waffe dann so aus, als ist genau dasselbe eigentlich. In dem Bereich befindet sich dann nichts. Und hier kommt dann das Dreibein dran. Hier haben wir das Dreibein. Da kommt dieser Plastikbolzen durch. Das heißt, hier so drauf, der Bolzen wird dann durchgeschoben. Ja, und das war es auch schon gewesen. Und dann könnt ihr die jetzt hier so hinstellen. Komplett einklappen kann man es leider nicht. Die beiden Beinchen gehen nach vorne. Und das hier, ja, das ist leider hier fest. Seht ihr auch,
Wenn ich das jetzt hier nach vorne machen will, keine Chance, das bleibt hier immer dran hängen. Man könnte natürlich jetzt hier den Bolzen entfernen. Das zieht man dann so ab. Und jetzt ja, könnte man die Waffe in der Hand halten und hier so ein bisschen auf den beiden Beinen abstützen. Und die kann man dann nach vorne klappen. Aber ihr seht schon, ja, die fallen eigentlich direkt wieder runter. Deswegen am besten alle drei Beine dran lassen. Munition herzustellen ist eigentlich super einfach. Man nimmt 180 Milliliter Wasser. Das Wasser schüttet man hier rein. Dann nimmt man sich ein hier so ein Beutelchen. Das kippt man dann da rein und dann wartet man so 3 bis 4 Stunden. Ja, 3 Stunden sind jetzt rum. Und jetzt schauen wir uns mal die Munition an. Aufnahme 300.665. Also, die Kügelchen sind hier drin, man erkennt sie aber kaum, weil die halt durchsichtig sind. Ich habe erst gedacht, boah, haben die sich jetzt alle aufgelöst, aber nein. Ihr seht, man muss nur das Wasser ja, abkippen und dann hat man die also so circa 3 Stunden dann warten und dann gibt es neue Munition. Ja, und hier haben wir sie. In so einem Beutelchen sollen angeblich 300 Schuss drin sein. Hier mal ein kleiner Kugelvergleich, das sind die aus der Razer, das sind die selbst hergestellten mit Wasser und ihr seht, die von der Razer, die sind viel, viel größer. Ich habe sie mal in die Gatling reingetan, aber die gehen direkt ja, kaputt, die werden direkt zermatscht, weil sie halt zu groß sind. Ja, diese Wassergelkügelchen sind so ein bisschen gummiartig, die kann man auch dann hier direkt zerdrücken. Oh, das ist ein bisschen stabiler. Seht ihr, und dann sind die eigentlich schon kaputt. Und schraubt ihr hier einfach ab. Und dann könnt ihr jetzt den Behälter hier so draufsetzen. Und dann ein bisschen schütteln nach vorne, bis der nachher komplett voll ist. So, Moment. Zack. Ja, und dann kommt hier wieder der Verschluss drauf. Ja, das Schöne an den Kugeln ist, die sind ja schon ein paar Tage alt und die könnt ihr immer noch verwenden. Wenn ihr jetzt den Abzug drückt, passiert gar nichts. Das heißt, ihr müsst die Waffe auch anschalten. Der Anschalter befindet sich hier. Zack. Und dann könnt ihr erst einen Schuss abgeben. Ja, man kann Einzelfeuer abgeben. Oder man hält den Abzug gedrückt. Dann gibt es halt Dauerfeuer, bis das Magazin leer ist. Das hier sind die mitgelieferten Softdarts. Ihr könnt aber auch Nerf-Munition verschießen. Habe ich bereits ja schon mal in einem Video gezeigt, wo wir dann einen Reichweitentest gemacht haben mit der Gatling und der ja, Nerf Rapid Strike CS-18. Die Munition wird hier vorne einfach immer einzeln reingesteckt. Weiter geht es nicht rein und dann könnt ihr die verschießen. Hier mal die Nerf. Also absolut kein Thema. Reichweite ist circa ja, 16 Meter mit der Nerf dann. Ich zeige mal gerade das Blinky Twinky und es schaut dann so aus. Also wie gesagt, absolute Spielerei. Ist halt eine Disco Gatling. Jetzt schauen wir mal, ob man damit auch Soft-Air-Munition verschießen kann. Ich nehme hier mal eine andere Waffe. Weil wenn die kaputt gehen sollte, ist mir das eigentlich relativ egal. So, ab damit vorne ins Loch rein. Ja, da passiert gar nichts. Dann kommen die Kugeln hier vorne, ja, seht ihr ja, ganz bisschen raus. Wo sind sie? Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da. Ja, also Software geht damit nicht, da sind sie zu klein halt für. Wir sind nur bei mir im Garten, bis zum Holztürchen sind es ca. 13 Meter. Der mitgelieferte Softdart, den habe ich mal reingetan und den könnt ihr dann halt einfach so zack verschießen. Nehmen wir mal die Nerf, schauen wir mal an, mit dem hier, so. Upp, fast aufs Dach geflogen. Nehmen wir den Zombie.
Jetzt muss ich mal gerade schießen. Ah, der ist zum Nachbar rüber geflogen. Scheiße, der ist weg. Also seht ihr schon, die Reichweite ist schon nicht verkehrt. Und jetzt nehmen wir noch den, der auf der Kleidung haften soll. Jo, der ist so einen guten Meter vor dem Holztürchen hingeflogen. Schauen wir uns das Ganze mal gerade an. So, ah, die Vöglein sind am Trällern. Denen geht's gut. Hier ist der erste. Zack. Da ist der zweite. Und da ist der dritte. Und der andere, verdammt, der ist irgendwo hier beim Nachbarn hin. Da liegt er. Ja, man sollte das Magazin nicht so voll machen. Passen gut 80 bis 100 Kugeln rein. Das seht ihr, kein Thema. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen schütteln, damit die nachrutschen. Die fliegen locker bis da hinten hin. Ja, lustig ist das Ganze natürlich auch mit Dauerfeuer. So, jetzt muss er wieder kurz schütteln. Dann kann man weiter schießen. Kurz wieder schütteln. Ja, ich würde mal sagen, man kann immer so 10 Kugeln schießen. Da muss man kurz neu nachladen, damit die nachrutschen. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, das sind ja so Gelkügelchen, da passiert gar nichts. Die gehen höchstens direkt dann kaputt. Man sollte aber trotzdem eine Schutzbrille anziehen, weil das schon ein bisschen weh tut, wenn er die auf die Haut bekommt. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Fenster da oben treffe. So, kein Thema. Wie sieht es denn mit dem Schornstein da oben aus? Boah, da muss ich aber ganz schön. Ja, schafft sie. Bis da oben hingeflogen. Coole Sache, muss ich sagen. Und da wohnt der Horst. Mal gucken, ob ich auf das Fenster hinten schießen kann. Ja, die sind kurz davor runtergekommen. Jawohl. Geht sogar bis zum Fenster da oben hin. Das ist der Hammer. Die Reichweite ist echt genial. Bam, 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 bam. So, jetzt habe ich euch die Gatling auch mal kurz vorgestellt. Mir hat die richtig gut gefallen. Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Des Weiteren, die läuft mit Akku. Man kann ja mehrere Schuss hintereinander abgeben und ist halt mal was ganz anderes, wie mit kleinen Softdarts auf sich zu schießen. Wer es Interesse hat, der Link dazu im Textfeld unter dem Video, dann sage ich wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.